Kurz vor 10 Uhr. Im Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal wird der Amok-Alarm ausgelöst. Kurze Zeit später stürmen mehr als 100 Kräfte des Sondereinsatzkommandos die Schule. Ein 17-Jähriger soll seine Mitschüler mit mehreren Stichwaffen angegriffen haben. Schüler verschanzten sich daraufhin in den Klassenzimmern. Der Angreifer verletzt 4 Personen und wird noch vor Ort von der Polizei festgenommen. Der NRW-Innenminister lobt das schnelle Vorgehen der Einsatzkräfte. Da gehen wir auf Nummer sicher, gerade bei Schulen erst recht. Und es zeigt sich, es war auch gut so, denn der Täter ist erwischt. Die Beamten gehen von einem Einzeltäter aus. Über sein Motiv ist bislang nichts bekannt. Laut Bild-Zeitung soll er aber ein Bekennerschreiben hinterlassen haben. Darin soll er einen inneren Zwang beschreiben, der ihm befohlen habe, die Tat zu begehen. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte vor Ort konnte der 17-jährige Beschuldigte mit Stichverletzungen festgenommen werden. Diese Stichverletzungen hat er sich mutmaßlich selbst zugeführt. Der mutmaßliche Täter ist schwer verletzt und aktuell unter polizeilicher Beobachtung in einem Krankenhaus. Auch 2 der Schüler sind schwer verletzt und müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Die Polizei in Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.